Die Versammlungslagen belasten die Landespolizei ganz erheblich, gerade auch, weil sie sich ja gewissermaßen atomisiert haben eine Zeit lang, auch viele, viele kleine Standorte und unvorhersehbare Lagen, Versammlungen ohne Anmeldung, all das, was damit an Problemen heraufbeschwört, fordert unsere Polizei. Die Gewerkschaft. Ich darf Sie begrüßen zur gemeinsamen. Ich glaube, seit fast 9 Jahren ja. Aus der Zusammenarbeit und für uns. Bekämpfung gilt für jegliche Form von Extremismus, Linksextremismus, Islamismus. Wir haben auch, ich denke, das können wir auch gleich vorstellen, auch einen gemeinsamen Schwerpunkt auf die öffentliche Sicherheit und auf Migrationsfragen. Leider konnten wir uns nicht auf einen formalen Abschiebestopp verständigen. Das hätte ich sehr begrüßt, weil es auch ein starkes Signal gewesen wäre an die Menschen aus dem Iran, die in Deutschland leben. Leider konnten wir uns mit der CDU-Seite darauf nicht verständigen, aber immerhin, und das zählt am Ende für die Menschen, die meisten Beschlüsse sind einvernehmlich getroffen worden. Das ist auch wichtig in dieser Situation. Es darf aber nicht hinwegtäuschen, dass es von der Tonalität und von der inhaltlichen Kontroverse doch schon etwas anders war als in der Vergangenheit. Das ist aber auch den Themen geschuldet, mit denen wir es zu tun hatten. Hier einen Vorrang ein und scheinen der Auffassung zu sein, dass die Cybersicherheit auch föderal gewährleistet sein kann. Ja, klar, wir beobachten sehr aufmerksam, was für Aktionen Sie unternehmen und welche Sie planen könnten. Das ist schon ein Thema, das uns beschäftigt. Nicht im Sinne einer Extremismusbeobachtung, soweit ist die ganze Entwicklung noch nicht.